werte Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal wieder mal hier auf der Flatmap. Also die Flatmap, die keine Flatmap ist. Aber heute werden wir uns was Besonderes angucken, nämlich kein Gebäude von mir, sondern von lieben Sven. Und ich stelle auch mal ein Dankeschön, dass ich dieses Gebäude... Oh, hier fliegt ein Vogel, ein Vöglein. Ich stelle erstmal ein Dankeschön, dass ich das Gebäude jetzt schauen darf. Da werden wir auch schon. Und ich werde das auf zu Anfang selbst mal von außen zeigen, wie den Eindruck kriegt, so sieht es aus von vorne. Ich finde das Gebäude einfach echt wunderschön. Und hier hat mir schön die Sonne, die scheint da gerade wunderschön drauf. Und ich fliege nochmal rundherum. Soweit ich mitgekriegt habe, ist das jetzt ein etwas adliges Haus von einem Kaufmann. Und ich finde es halt echt wunderschön. Das ist von außen schön gestaltet worden und innen drin natürlich auch. Und ich würde auch vorschlagen, wir gehen erstmal rein. Die Frage ist jetzt, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang nämlich nicht, auch wenn es so aussieht. Der Eingang ist hier hinten. So, und das ist die Familie Adelsbach. Ich muss jetzt nur mal testen, ob das hier drin im Shader okay ist. Wir werden höchstwahrscheinlich uns hier eine Fackel schnappen müssen, weil es sonst ein bisschen zu dunkel ist. Aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr dunkel hier drin. Das liegt dann im ganzen Schwarzreich und so. Aber wie wir sehen können, haben wir hier schon mal einen Tisch. Mit einer schönen Tischdecke drauf, einem Brot und einem... Oh, das ist ein Schinken, oder? Wir haben einen Schinken mit so einem Knochen. Wir haben hier ein schönes Bild hängen. Das ist uns zu zwei Ebenen aufgeteilt. Wir haben hier ein paar Blümchen und eine Kerze mit so einer Bank. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen mal kurz in die Küche. Was haben wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall einen schönen Ofen, ein bisschen Feuerholz. Hier auch ein Steinboden, damit nichts anbrennt, aber dafür ein Teppich, der anbrennen kann. Okay, okay, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich diesen Truthahn hier nicht essen will. Hier haben wir Nudelholz. Was haben wir noch? Wir haben da noch eine Pfanne oder so anderen Kram. Ein paar Messer und ein Bier. Oh, ich liebe Bier. Was haben wir hier? Das ist der... Ah, okay, genau. Das ist der Außeneingang hier. So. Von draußen. Ich würde aber auch fast immer mal vorschlagen, dass wir den Shader einfach mal fürs Hausinnere einfach mal kurz ausschalten. Weil das einfach... vom Spiel ist, also innen drin sieht es gleich ein bisschen freundlicher aus. Ich zeige es nochmal kurz so, damit ihr es alles nochmal hier so sehen könnt. Hier ist die Küche, alles Paletti. So, hier oben, was haben wir hier? Hier ist eine Schatulle, hier sind ein paar Bücher drin. Kann er sich auch eigentlich wirklich leisten, ist ja ein reicher Händler, von daher sollte das gehen. Hier sind noch mehr Bücher mit einem Tisch, also so ein Schreibtisch mäßig. Hier sind sogar ein paar ältere Bücher rum und was haben wir hier noch? Ein Stuhl. Gefällt mir auf jeden Fall. Also in der Richtung zu sehen mag ich es auch. Hier ist ein Pott von der Frau, denke ich mal. Und hier macht das Bett. Also so ein schönes Himmelbett in Rot. Das scheint irgendwie dann ihre Lieblingsfarbe zu sein. In der Kiste auch ein paar Blumen. Die mögen Blumen anscheinend. Wir können mal hier, das kann man auch schön rein. Das ist ein bisschen bequem, ist es auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen, garantieren und prüfen. Das war von der Stiftung Grisseltest bestätigt. Was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Hier... Ein Klo und hier hat jemand die Klobrille nicht runtergemacht. Das finde ich aber sehr blöd. Naja, gut, aber wir haben hier eine Toilette. Was haben wir hier? Ach, hier geht's noch hoch. Hier schlafen die Kinder. Hier hat doch mal die Tür aufgelassen. Ach, das sind Kinder, naja, egal. Okay, sind das Hausaufgaben? Ich weiß nicht, kann das jemand lesen? Nee, scheint keine Hausaufgaben zu sein. Naja, auf jeden Fall haben die hier so ein Doppelbett. Hier haben sie noch ein Pott und... noch irgendwie... Ah, ich glaube, das war so Hausaufgabe hier, so Steckbrief eines Creepers. Das muss man doch immer als Hausaufgabe machen. Mach einen Steckbrief eines Säugetiers und so weiter. Und hier ist nochmal die gleiche Hausaufgabe. Okay. Oh. Das ist eine Gerümpelkammer, nehme ich mal an. Mit viel Gerümpel. Und hier ist ein Kohlebecken, okay. Okay, ist sogar Wasser drin. Hier ist nichts drin. Ein Korb, okay. Also ich finde die Gerümpelkammer ziemlich gerümpelig, muss man ja sagen. Das Haus scheint, war das jetzt alles? Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ich muss nochmal gucken, ob ich hier wirklich alles gezeigt habe. Scheint aber echt gewesen zu sein. Es ist groß, aber hat gar nicht so viel. Also es hat schon viel, aber doch nicht so mega viel. Ja, doch. Wir gehen aber einfach mal, wir machen jetzt mal so ein Spaziergang ums Haus rum. Also ich mag zum Beispiel diesen Vorgarten hier, schön mit so einem Gatter, so einem Tor. Finde ich richtig nice. Was haben wir noch? Wir haben hier immer so wirklich viel mit so Kleinigkeiten gearbeitet, mit Trichter oben und so. Hier ein bisschen Variation, Abwechslung drin. Wir haben hier mit so mit verschiedenen Ebenen so Anbauten und so. Was haben wir noch? Hier vorne ist der Eingang, den kennen wir ja schon. Oh.
Tür zu, sonst zieht's. Mir gefällt auf jeden Fall echt gut das Haus. Ich mag vor allem, also es sieht von hinten eigentlich ganz schick aus. Ja, also man sieht hier ja, schön, das mag auch das mit dem Kamin, das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Also es sieht von hinten genauso schön aus wie von vorne. Von vorne hat es aber einfach ein bisschen mehr Flair, dadurch, dass dieser Turm da vorne dran ist und so. Und es hat auch irgendwie wie so ein Doppeldach. Also es hat hier so ein, ich weiß nicht, ob ihr seht, was ich meine. Es hat hier ein Dach und hier dann irgendwie nochmal ein Dach. Ja? Also finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Haus. Hat das Sven meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht. Schreibt aber auch mal in die Kommentare, was ihr von dem Haus meint. Und natürlich, lieber Sven, darfst du alle Kommentare hier zu dem Video beantworten, falls sie irgendwie um das Haus gehen oder nicht. Kannst du sowieso alle Kommentare beantworten, aber ich weiß, was ich meine. Deswegen, schreibt die Kommentare, wenn ihr was zum Haus habt, nicht für mich, sondern für den lieben Sven. Und der wird das dann auch hoffentlich beantworten. Und ich sage das dem auch, wenn dann neue Kommentare für ihn da sind. aber ich habe ja gesagt, dass ihr auf jeden Fall Neues von ihm sehen werdet. Oder allgemein auch mal von Jonas auch sehen werdet. Das dauert aber noch ein bisschen. Und hier zwitschert ein Vögel lang. Oh, süß. Da fliegt es weg. Ja, da werdet ihr auf jeden Fall noch was sehen. Und das war jetzt mal vom Sven. Und der Jonas wird bestimmt auch noch was bauen. Oder hat was gebaut, was ich noch zeigen werde. Aber so viel war das jetzt erstmal davon. Ja, war jetzt auf jeden Fall mal ein kurzer Einblick. Ich sage auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.